Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Jawohl, Leute, es ist soweit. Wir spielen Dino Crisis 1. Oh mein Gott, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, Dino Crisis, ich meine, wer kennt's nicht? Ne? Nur ein Klassiker von Capcom. Und ja, kam in der Zeit raus wie Resident Evil quasi, die Resident Evil Reihe 1 bis 3. Und ja, hier ist es nun, das Nachfolgeprojekt für Star Wars Jedi Power Battles. Und, aha, schauen wir uns nochmal die Cutscene an direkt. Ganz genau, da haben wir schon so einen kleinen Umriss gesehen von dem Spiel. Allerdings sind da komische Grafikbugs in der Cutscene drinne gewesen. Ja, Leute, es ist die PlayStation-Version, PlayStation 1-Version, weil es ist folgendes, Leute. Die PC-Version von diesem Spiel, die ist übelst hakelig, glaube ich. So habe ich das zumindest in Erinnerung und deshalb habe ich mir jetzt hier die PlayStation-Version besorgt. Auch auf Deutsch, das passt alles soweit. Und ja, wie gesagt, Dino Crisis, es geht quasi darum, statt Zombies gibt es, also statt Zombies in Resident Evil, gibt es hier Dinos. Genau, liebe Freunde, und ja, da würde ich sagen, meine Güte, ein neues Abenteuer wartet auf uns. Ich werde auch den zweiten Teil spielen. Aber jetzt erstmal hier den ersten Teil. So, Leute, ich würde sagen, gucken wir mal die Optionen durch. Haben wir da irgendwas? Tastenbelegung? Nee, das brauchen wir alles nicht. Sound, das ist so in Ordnung. Die Lautstärke, die regel ich dann später noch. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, neues Spiel. Ich werde hier auch wieder mit dem Safe-State arbeiten. Und ich spiele es natürlich auf normal, weil leicht ist definitiv zu leicht. Weil da kann ich mich noch erinnern, dass man am Anfang alle Waffen hat und das möchte ich nicht, Leute. Auf geht's in unser nächstes Survival-Horror-Game. Viel Spaß. You have mail. The second report from Military Experiment Facility. Agent name, Tom. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top-secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Dr. Kirk was alleged to have died in an accident during the course of an experiment 3 years ago. The reports were premature and it appears that he is currently working as the head of a non-weapon project at this facility. The experiment is in the late stages of development. Regarding the staged accidental death, it appears that this country is somehow involved. Recommending that necessary actions be taken immediately. Refer to the data on Dr. Kirk. Operation instructions.
left has got a little turbulence. Once you hit the ground, head straight to the designated convergence point. Got it? Sorry I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gale handle this. All right. It's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Ja, Leute, herzlich willkommen zu Dino Crisis. Ja. Wie wir eben, es war eine sehr lange Cutscene, das finde ich aber auch mal ganz gut, in so einem neuen Spielchen hier. Und genau, es geht hier im Prinzip. Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen, ich habe mir nämlich hier einen Mixery Cola aufgemacht. Es geht hier im Prinzip darum, dass dieser Edward Kirk, den wir da in dem Intro gesehen haben, dass der angeblich verstorben ist. Es ist ein Wissenschaftler. Der forscht nach angeblich irgendeiner sauberen Energieforschung. Aber irgendwas ist da im Busch. Irgendwas Militärisches. Und wir wurden jetzt hier, wir sind Regine. Und also die rothaarige Frau, die wir hier spielen. Und wir wurden jetzt quasi beordert hier in dieser Anlage nach Dr. Kirk zu suchen und ihn zurückzuholen. Quasi. Und ja, er ist angeblich tot, aber forscht hier noch weiter wohl. Und ja, das wäre es im Prinzip zu der Vorgeschichte von diesem Spiel hier. Wir haben eben die erste Filmszene gesehen. Da war so wieder so ein komischer Grafikpack drin. Ja, ich werde gucken, dass ich das irgendwie rausschneide.
Und ja, wir haben schon einen Mann verloren. Wir waren ja vier Mann, ne, beziehungsweise drei Männer und eine Frau. Der Cooper, der ist ja von dem T-Rex da gefressen worden. Das war ein ziemlich geiler Cutscene. Und genau, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an hier mit der Steuerung. So, wenn wir Viereck gedrückt halten, können wir rennen. Das Kreis ist das Menü, Leute. So, wir haben hier vier Menüpunkte. Wir haben immer Objekte. Was haben wir denn da Schönes schon? Ah, schaut mal da. Wir haben ganz normale Knarre, 9mm Munition, einmal Blutstiller. Genau in diesem Spiel kann man auch bluten, liebe Leute. Das ist ja ähnlich wie in Resident Evil. Und eine mittlere Medizin. Okay, das ist quasi unser Starter-Pack hier. Ihr seht, wir haben nur 17 Schuss von der Muni. Das heißt, wir müssen hier aufpassen. Definitiv mit der Munition ein bisschen haushalten. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben denn noch Equip. Da haben wir, seht ihr das? Da haben wir nämlich nur diese Kackpistole und die Muni. Die kann ich ja mal angucken hier. So, Leute, schaut euch die an. Das ist eine hergestellt von Glock. Benötigt 9mm Parabellum-Kugeln. Das ist eine Glock 34, liebe Leute. Mäßiger Rückstoß sorgt für gute Handhabung, ist aber nicht sehr kräftig. Das ist richtig, aber im Laufe des Spiels werden wir dann noch andere Waffen finden. Die Karte? Genau, Leute, so sieht die Karte hier aus. Wie gesagt, klassisches Survival-Horror-Spiel. Ich bin gespannt, wie wir uns hier schlagen. Ich meine, ich kenne das Spiel noch. So grob, aber halt, die ganzen Passwörter und so kenne ich natürlich nicht mehr, ist klar. Gibt es auch einige Rätsel in diesem Spiel. Da bin ich sehr gespannt, wie wir die meistern. Da gibt es noch einen Mixenpunkt. Genau, Leute. Das ist einzigartig hier bei Dino Crisis. Man kann Blutstaller jetzt zum Beispiel nehmen. Also man kann quasi Items zusammenmischen. Man könnte jetzt zum Beispiel den Blutstaller mit dem Medizin M ja, mixen. Aber da allerdings unten, seht ihr das, in der Mitte, ist immer das Item, was rauskommt. Und da das gleiche Item ist, lasse ich das jetzt mal. Weil einen Blutstiller kann man immer gebrauchen, Leute. Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir Pause. Select die Optionen. Mit Viereck laufen die hier. Oh, schaut mal da oben, die Mücken. Ja. Cool gemacht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Dino Crisis. Jawohl. Sehr schön. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. Still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Ja, Gale. Alles klar. Ja, Leute, das hier ist Gale. Ein Kollege. Er sieht sich um. Genau. Ein Kollege. Und ja, wir haben hier dieses Loch hier gesehen. Das sieht schon echt krass aus. Schaut euch das an. Wurde mit enormer Kraft zerrissen. Genau, ja, das ist schon heftig, was hier passiert ist. Da liegt auch Blut auf dem Boden. Uncool. Ja, und der Gale hier, der ist halt so ein bisschen so der Obermacker. Und was haben wir hier? Der Raum der Wachen, Leute. Es ist dunkel und es scheint niemand da zu sein. Okay. Ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Wir müssen hier in diese Tür rein, aber ich möchte noch einmal ganz kurz da hinten in die Ecke. Darf ich das? Jawohl. So, was haben wir hier? Da haben wir so Europaletten, okay. Und genau, Leute, hier in diesem Spiel, seht ihr das? Man kann Kisten schieben. Das ist ziemlich geil. Und unter diesen Kisten verbirgen sich Items. Genau, die Items, die sind hier in so Munitionsboxen drin, ne? Und hier haben wir in diesem Fall einen Blutstiller. Ja. Warum eigentlich nicht? Den nehme ich gerne. Vielen Dank, liebes Spiel. So, hier ist eine Tür. Kommen wir hier rein.
mit dem B1 Hilfsgeneratorraumschlüssel verschlossen. Okay. Ihr seht, dahinter ist auch ein Item. Das heißt, hier können wir irgendwann später noch mal hin. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in diese Tür hier rein. Mal gucken. Materiallager. Ah. Was haben wir denn hier? Reis? Hier sind Zementsäcke gestapelt. Naja, brauchst du nicht, ne? Nichts Brauchbares. Ja, ja. Ist schon okay. Hier ist ein Gabelstapler. Willst du damit fahren? Scheint nicht zu funktionieren. Ach, ist doch langweilig, Leute. Ach, schaut mal da. Regale kann man hier auch verschieben. Schaut mal. Genau. Und so kommen wir an die Kiste da oben dran. Was haben wir denn da Schönes? Upsala. Wiederbeleber. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir haben einen Wiederbeleber gefunden. Verleiht ein neues Leben mit voller Kraft. Das heißt, wenn wir hier sterben sollten, ja, das wird wahrscheinlich definitiv vorkommen, ich weiß es nicht, haben wir einmal eine Wiederbelebung quasi, die uns in dem Raum davor quasi raussetzt. Das übliche Zeug zur Unterhaltung der Einrichtung. Nichts Brauchbares. Okay, Leute. Dann habe ich ja hier aber einen Schlüssel. Die Worte Hilfsgeneratorbereich Erdgeschoss sind in ihn geritzt. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder raus hier, ne? Das war eigentlich alles schon, was wir hier kriegen können, in diesem Raum. Und ja, jetzt haben wir hier einen B1-Schlüssel gekriegt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, soll ich erst hier hin? Oh. Okay, also doch nicht. Ich kann aber trotzdem rein. Aber ich lasse es, Leute. Ich lasse es erstmal. Oh, was haben wir denn da? Oh, eine Katze. Ich auch. Was ist das für ein Macker? Ja, gib mir den Schlüssel her. Ja, pff, toll. Danke, Gail. Also, der übernimmt hier einfach das Kommando und reißt uns alle Items aus dem Inventar. Ja, gut. Genau, Leute, der Hinterhof. Ihr seht diese Türenöffnungssequenzen. Die sind fast genauso wie bei Resident Evil, Leute. Sehr interessant. Das ist abgeschlossen. Ja, das ist schon komisch, ne? Dass hier alles so aus ist und kein Strom und so. Ist schon merkwürdig. Na ja, gut, Leute. Beschränkter Zutritt Hilfsgeneratorbereich. Da müssen wir doch hin, oder? Da hat der Gail uns ja jetzt hier unseren Schlüssel geklaut. Der Macker. Durchgang zum Hilfsgenerator. Genau, liebe Leute. Und ja. Erste Aufgabe. Strom einschalten. Wie macht man das? Mit einem Hilfsgenerator. Okay. Sie wurden sicher zum Transport von Gütern benutzt. Ja, das kann schon sein, Leute. Okay, wir sind hier draußen. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Schaut mal, wie die Wolken da oben vorbeiziehen. Ja, ein sehr düsteres Spiel. Aber gut. Boah, das ist geil, Leute. Schaut mal die Kamera, wie die so mitfährt hier. Das ist cool. So, dann, Gail, bist du hier? Ach du Scheiße. Oh Gott. Eklig. Eklig, Leute. That's disgusting. Ja, meine Worte. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks.
It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Der ist ja ganz schön unbeeindruckt von dem Ganzen, ne? Also, wenn ich sowas sehen würde, ich würde ausrasten. Ganz ehrlich, schaut euch das mal an, ey. Heftig. Gut. Der Zustand des Blutes weist darauf hin, dass das Opfer erst vor kurzem verstarb. Okay, das wäre wahrscheinlich ein Item, oder? Ja, tatsächlich eine Medizin. Ja, geil, danke. Bringt die volle Kraft zurück. Geil. Der Körper wurde offenbar von scharfen Klingen brutal zerfetzt. Scharfe Klingen. Das ist doch schon ein Hinweis, oder? Transport von Gütern, aber ich meine doch, hier war noch irgendwas, oder? Und ja, eine Charakteristik von diesem Spiel ist noch, wir haben keine Lebensanzeige. Das heißt, wir wissen nie, wie viel Leben wir haben. Wir sehen es nur an Reginas Bewegungsmuster. Aber ich meine, wenn sie sich zum Beispiel im Bauch hält oder so, da müssten wir schon eine Medizin nehmen. Aber jetzt so haben wir eigentlich keinen Indikator dafür. Okay. Womöglich wurden sie zur Brennstofflagerung benutzt. Sie sind leer. Ja? Sind die auch leer? Die sind auch leer. Okay. Alles klar. Dann. Okay, Geld steht da. Was willst du? I'll stand guard here. You go inside and take a look around. Kannst du auch mal was machen, ey? Der steht hier nur rum. Und wir müssen alles erkunden und könnten dabei drauf gehen. Ja, scheiß drauf. Geld ist so ein harter Typ. Gut, Leute, Hilfsgeneratorraum. Verdammt interessant. Und ja, liebe Leute, zu diesem Spiel gibt es zu sagen, dass das Spiel ist nicht sehr lang. Also es ist relativ übersichtlich. Ich glaube, das werden wir so in 20 Folgen oder so hinkriegen. Muss ich nochmal schauen, aber es ist auf jeden Fall nicht so groß. Okay, Leute, ein Schaltfeld, das die Stromzufuhr regelt. Das ist doch schon richtig hier. Was steht da? Das scheint ein Hinweis zu sein. Vermeiden Sie die Benutzung der Batterien des anderen, was? Des anderen Stockwerks und umgekehrt. Aha. Es gibt also noch eins. Okay, Leute. Ein Verteiler, der die verschiedenen Bereiche der Einrichtung mit Strom versorgt. Ja gut, was haben wir hier? Ein Batterieladegerät. Wenn ich die Batterie hier einsetze, kann ich sie laden. Aha, Batterie also. Was steht da? Das kann man leider so nicht lesen. Ne, da muss ich nochmal X drücken. Hinweis zum Notstromgerät. Lassen Sie das Gerät die Batterien einstellen. Die Batterien müssen stets geladen sein. Okay, Leute, hier haben wir schon quasi unser erstes Rätsel. Aber ich sehe gerade, die erste Folge ist leider schon voll. Oh mein Gott, wie schnell geht denn das? Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ja, wie es hier weitergeht, Leute, beim ersten Rätsel sehen wir in der nächsten Folge. Es tut mir leid, aber die Folge ist voll. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss.